Mein Name ist Tobias Sieber. Ich spiele jetzt seit Ende 2012, Anfang 2013 ungefähr, StarCraft 2 Fulltime. Ich spiele Protoss, eine der drei Rassen in StarCraft. Und ja, ich glaube, was nach 10 Jahren StarCraft immer noch so viel Spaß macht, ist einfach mich zu verbessern, zu sehen, wie man Tag zu Tag wirklich Fortschritte macht und dann auf lange Sicht einfach gesehen, die Verbesserungen und so weiter. Ich glaube, das macht mir einfach immer noch Spaß daran. Meine größten Erfolge waren meine 3 EPS-Siege, würde ich sagen. War, glaube ich, 2013, 2014 und 2015 jeweils einer. Und ansonsten war mein größter Erfolg bisher die DreamHack Tour, die ich gewonnen hatte. War damals eins der 3 größten Turniere im Jahr. Und dort hatte ich mich direkt dann für die BlizzCon qualifiziert und das war auf jeden Fall mein größter Erfolg bisher. Meine Ziele für diese Saison mit der neuen ESL Pro Tour sind auf jeden Fall, mich für das Global Final zu qualifizieren, als für Katowice nächstes Jahr. Was schön wäre, wenn ich auch noch eins von den größeren Turnieren gewinnen würde dieses Jahr. Liegt schon eine Weile her, dass ich die Tours gewonnen hatte. Von daher werden es auf jeden Fall meine Ziele. IEM Katowice wird jetzt das erste Turnier dieses Jahr sein für StarCraft. Das ist also ein großes Offline-Turnier. Jeder bereitet sich natürlich schon stark darauf vor, weil es ist eigentlich quasi ohne die BlizzCon jetzt das größte Turnier dieses Jahr. Mit einem Haufen Preisgeld, einem Haufen Prestige. Von daher versuche ich mein Bestes auf jeden Fall. Ich muss mich erstmal durch das Open Bracket spielen. Das heißt, Bracket mit 16 Leuten für mich und 3 kommen weiter. Ich denke, ich bin einer der Favoriten, um durchzukommen. Von daher bin ich da gar nicht zuversichtlich. Das zweite Turnier dieses Jahr wäre die WSG in China. Dafür habe ich mich schon qualifiziert, indem ich den deutschen Qualifier gewonnen hatte. Ebenfalls ein sehr großes Turnier, recht viel Preisgeld. Es ist noch ein Monat oder 2 hin bis dahin, aber ich denke, mit meiner Vorbereitung für Katowice dürfte ich dann schon recht gut im Training sein und bin ich auch recht zuversichtlich. Ich bin jetzt sehr froh, nachdem ich einige Jahre im internationalen Team verbracht hatte, jetzt wieder in einer deutschen Organisation zu sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Leute, die vielleicht StarCraft nicht so gut kennen, in Zukunft auch mal einschalten. Ich denke, es ist wirklich ein tolles Spiel zum Zuschauen, wenn man ein bisschen reinkommt, und bin auf jeden Fall froh, ein Teil von der Big Family zu sein.